Bei den Wasserstoffaktien ist die Luft ziemlich raus. Aber was ist mit China? Kommt da vielleicht die große Wasserstoffoffensive? Und welche Aktien könnten davon profitieren? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es um China und um Wasserstoff. Vorher aber noch ein ganz kleiner Nachtrag zu dem Video von letzter Woche. Es gibt da noch einen Punkt zur Alibaba-Aktie. Ich habe nach dem Video nämlich gesehen, auch mein geschätzter Kollege Lars Erichsen hat wieder ein Video gemacht zu Alibaba. Sehenswertes Video übrigens. Es geht da neben Alibaba auch um die Aktie von Xiaomi. Aber er hat in diesem Video schon wieder gesagt, dass er große Probleme hat mit Alibaba, und zwar mit der Bilanz, der Goodwill und die immateriellen Vermögenswerte, die sind da immens hoch und er fühlt sich damit sinngemäß nicht wohl. Und es ist richtig, in der letzten Bilanz hat Alibaba gehabt 11,3 Milliarden Dollar an immateriellen Vermögenswerten und 45 Milliarden Dollar Goodwill. Ich muss zugeben, ich habe mich damit nie beschäftigt mit dem Thema, bis dann Lars damit um die Ecke gekommen ist. Woran man auch wieder mal sieht, wie der Typ einen Kirre machen kann. Uns treibt ja auch die Zuschauer natürlich um. Hier haben wir zum Beispiel einen Kommentar von einem Zuschauer unter meinem Video, der die Aktie nicht hat, wie er schreibt. Er schreibt, ja, bestimmt aussichtsreich, schon wegen Alipay, aber das Balance Sheet ist Schrott. Das ist ein hartes Urteil, aber klar, wenn man zu dem Schluss kommt, dass die Bilanz Schrott ist, dann ist das keine Aktie, die man haben sollte. Ich selbst sehe es so, ich sehe den hohen Goodwill in Zusammenhang mit der Einkaufstour, die Alibaba hinter sich hat. Wie gesagt, die haben ja unglaublich viel zusammengekauft die letzten Jahre. Illimi, den Lieferdienst, dann die 33% an der Ant Group natürlich und noch vieles, vieles andere. Und was will man machen? Wenn Sie ein Unternehmen kaufen für 10 Milliarden Dollar und Sie wollen das voll konsolidieren, und das Unternehmen hat aber nur 1 Milliarde Dollar Eigenkapital. Und ist ja bei Technologieunternehmen oft so. Wie verbuchen Sie dann den Rest? Natürlich erstmal als Goodwill. Und der ist eben durch die ganzen Übernahmen nach oben geschossen, kann man sagen, gerade die letzten Jahre. Das ist jetzt aber nur meine Interpretation. Ich glaube allerdings nicht, dass Alibaba die Bilanz frisiert. Ich glaube auch nicht, dass der Goodwill da willkürlich total zusammengesetzt ist. Ich glaube auch bei einem Börsenwert von 600 Milliarden Dollar, da ist es jetzt nicht komplett kriegsentscheidend, die Frage. Aber trotzdem, es ist natürlich völlig richtig. 56 Milliarden an Goodwill und immateriellen Vermögenswerten, das ist natürlich schon ein Wort. Und es ist natürlich auch nicht dasselbe, als wenn es jetzt 56 Milliarden Dollar Cash wären oder Immobilienvermögen oder sowas. Auch wenn auf beiden der gleiche Zettel draufklebt, nämlich Vermögenswerte. Das wollte ich nur noch gesagt haben zu Alibaba. Wir kommen zur chinesischen Wasserstoffstrategie und zu chinesischen Wasserstoffaktien. Es hat bei Wasserstoffaktien einen großen Hype gegeben, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Aber inzwischen ist die Luft schon ziemlich raus, kann man sagen. Nicht, weil die Unternehmen jetzt alle schlecht wären. Gut, wenn man jetzt sowas wie Nikola oder sowas nimmt, ist schon ganz erstaunlich, wenn ein Unternehmen keinen Cent Umsatz ausweist und wenn man ihm trotzdem noch vorwerfen kann, so wie es die Shortseller getan haben, dass es sich zu positiv dargestellt hat. Aber okay, grundsätzlich, die Euphorie war einfach viel zu groß. Man hat da auf einen schnellen und auf einen großartigen Durchbruch gehofft von der Wasserstofftechnologie und der kommt jetzt erstmal nicht. Die Lage ist unklar zurzeit. Auf der einen Seite war ein starkes Bekenntnis zum Wasserstoff aus der Politik, zum Beispiel von der Europäischen Kommission. Und es gibt auch bei uns massiv Lobbyarbeit für Wasserstoff, auch und gerade von den Öl- und Gaskonzernen. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Autokonzerne zum Beispiel, die sagen zurzeit,
Och, nö, lass mal. Wasserstoff, das ist nichts. Das brauchen wir jetzt nicht auch noch. Toyota und Hyundai, die glauben noch an die Brennstoffzelle. Die treiben das auch stark voran, nach wie vor. Aber alle anderen, da hat man eher den Eindruck, die setzen jetzt voll auf Elektroautos und damit haben sie auch eh schon genug zu tun. Batterieantrieb oder Brennstoffzelle, das ist ein großer Glaubenskrieg. Ich habe hier aber in einem Video 2019 schon gesagt, also bevor das mit dem Elektroautoboom an der Börse so richtig losgegangen ist, das Elektroauto setzt sich jetzt durch. Und zwar nicht, weil es die bessere Technologie ist, da haben beide Stärken und Schwächen, sondern weil jetzt alle glauben, dass es sich durchsetzt. Erst macht jahrzehntelang keiner was und dann kippt das Ganze aber und plötzlich überschlagen sie sich alle vor Eifer. Wenn man heute Autowerbung sieht, man würde ja nicht auf die Idee kommen, dass es was anderes als Elektroautos überhaupt noch gibt. Also ich muss mal bei Volkswagen anrufen oder so, ob die Benziner- und Dieselautos überhaupt noch bauen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen momentan. Aber warum gab es plötzlich diesen großen Umschwung? Wegen China natürlich. China hat gesagt, macht ihr alle, was ihr wollt, aber wir bei uns, wir drücken das Elektroauto jetzt durch. Und damit waren die Würfel eigentlich auch gefallen, weil sich sowieso keiner mehr leisten konnte, dass er keine Elektroautos hat im Sortiment. Und die Wasserstofffans, die stellen sich jetzt folgende Frage. Läuft das beim Wasserstoffantrieb jetzt auch wieder so möglicherweise? Wird das jetzt möglicherweise auch in China durchgedrückt? Mit Geld, mit staatlicher Förderung, auch mit staatlichem Druck? Denn wenn es so ist, dann haben wir eine gute Chance, dass sich die Technologie und die Systeme international auch irgendwann mal durchsetzen werden. Und da mit den Impulsen aus China, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Es ist natürlich auch in China so, ganz oben steht jetzt erstmal das Elektroauto, aber es gibt schon eine Wasserstoffstrategie auch. Und man sieht da auch in China Chancen, weil China ist stark abhängig von Ölimporten zum Beispiel, ist der größte Ölverbraucher der Welt, muss über 70% von seinem Öl importieren. Gleichzeitig ist China aber schon jetzt der größte Wasserstoffproduzent, ein Drittel der globalen Produktion, über 20 Millionen Tonnen für die chemische Industrie hauptsächlich und natürlich aus fossilen Quellen, nicht aus alternativer Energie. Das ist momentan viel zu teuer noch. China hat dadurch aber schon eine gute Wasserstoffinfrastruktur und man weiß eben auch, dass man im Wasserstoffbereich auch wieder so eine Art Technologieführer werden könnte, vielleicht, wenn man das schneller fördert als alle anderen. Programme dahingehend gibt es schon länger, aber 2020 ist Wasserstoff erstmals in China eben auch aufgenommen worden ins Energiegesetz. Brennstoffzellen sind außerdem jetzt auch benannt worden als Schlüsseltechnologie. Es gibt Wasserstoffbüros in vier Ministerien. Man gründet in 20 chinesischen Großstädten jetzt Wasserstoffcluster, wo eine Infrastruktur entsprechend aufgebaut werden soll. Diese Cluster werden dann von Peking nochmal zusätzlich gefördert mit 2,5 Milliarden Dollar umgerechnet. Und das Wichtigste, man hat das Ziel formuliert, dass es 50.000 wasserstoffbetriebene Fahrzeuge geben soll bis 2025 und bis 2030 dann 1 Million. Das ist eine Ansage. Ansetzen will man vor allem bei Lastwagen und öffentlichem Personennahverkehr. Normale Autos jetzt eher weniger, aber schwere Lastwagen, die lange Strecken fahren, das geht nicht mit Batterien auf absehbare Zeit. Da wäre Wasserstoff klar im Vorteil und ja gut, ist auch vernünftig und auch das ist ja ein Riesenmarkt mit LKWs und Bussen. Welche Aktien könnten davon profitieren? Es gibt einige. Ich schaffe die hier heute nicht alle auch. Und darum machen wir es wieder in altbewährter Manier. Ich stelle heute jetzt hier ein paar vor und die anderen kriegen sie morgen im Zukunftsmärkte-Report. So haben wir es schon oft gemacht und wenn Sie die Reports von uns noch nicht bekommen, ist kein Problem. Die sind völlig gratis und Sie müssen sich auch nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de.
Und wenn Sie das jetzt hier zu spät gesehen haben, macht auch nichts, tragen Sie sich trotzdem ein, weil Sie können den Report dann da ja auch im Archiv lesen. Morgen also noch mehr Wasserstoffaktien für Sie, zum Beispiel Kingling Motors natürlich. Die haben jetzt eine sehr interessante Wasserstoffkooperation abgeschlossen mit Bosch. Aber auch die Aktie von einem börsennotierten chinesischen Autohersteller, der explizit gesagt hat, wir investieren massiv in Brennstoffzellen, Antriebstechnik und bis 2025 werden wir im Wasserstoffbereich einer der Top 3 Autobauer sein, weltweit. Das alles morgen im Report. Einfach anmelden, der Link dafür steht hier auch noch unter dem Beitrag. Was gibt es sonst noch für Aktien? Wenn China wirklich eine Wasserstoffwirtschaft aufbaut, dann gibt es einen Konzern, der da garantiert eine große Rolle spielt. Die China Petroleum and Chemical Corporation, genannt Sinopec, wird kontrolliert vom Staat. Das ist der 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Es ist einer der großen integrierten Öl- und Gaskonzerne in China. Das heißt, er fördert Öl und Gas, betreibt aber auch Raffinerien, betreibt über 30.000 Tankstellen. Die Gewinne schwanken, das hängt jetzt auch nicht nur vom Ölpreis ab, hängt natürlich von der Nachfrage auch ab und sehr wichtig, die Raffineriemargen. Aber die Aktie ist billig, sie notiert deutlich unter Buchwert und das KGV liegt ungefähr bei 7. Sinopec ist schon jetzt der größte Wasserstoffproduzent in China mit 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Und Sinopec hat angekündigt, man investiert jetzt in alle Bereiche von der Herstellung über Lagerung und über Transportsysteme bis hin zu den Tankstellen und entsprechende Forschung natürlich auch. 1000 Wasserstofftankstellen wollen die bauen bis 2025. Die sehen dann so aus. Das Bild hier ist von Caixin Global, die haben darüber auch berichtet. Und mittelfristig ist sowieso das Ziel, dass alle Tankstellen von denen umgerüstet werden sollen und ausgerüstet mit Benzin, Diesel, Gas, Strom und Wasserstoff. Und das selbst erklärte Ziel ist außerdem, Chinas führendes Wasserstoffunternehmen zu werden. Wenn man so eine Aktie jetzt vor sich hat, dann spielt Wasserstoff im Moment natürlich keine Rolle. Ist das gleiche wie bei Gazprom. Bei Gazprom habe ich letztes Jahr ja auch gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Gazprom einer der wichtigsten Wasserstoffanbieter wird, weil ich nämlich glaube, dass die Politik erstmal ihre Wasserstoffinfrastruktur unbedingt haben will und dass der Wasserstoff dann aber noch viele, viele Jahre erstmal aus fossilen Quellen kommen wird und nicht aus alternativer Energie, denn davon haben wir eben noch zu wenig. Aber trotzdem kauft jetzt keiner die Gazprom-Aktie wegen der Wasserstofffantasie. Das ist einfach noch Zukunftsmusik. Aber irgendwann kommt diese Fantasie dann vielleicht eben doch zu tragen. Und beide Aktien sind günstig. Wie gesagt, wenn wir eine Wasserstoffaktie kriegen, wenn wir eine Wasserstoffwirtschaft kriegen, dann werden da beide Konzerne eine führende Rolle spielen, dann werden Öl- und Gaskonzerne überhaupt eine führende Rolle spielen. Nicht alle, aber einige. Noch eine interessante Wasserstoffaktie, Weichai Power. Von vielen Experten auf YouTube hier auch Weichai Power genannt. Nur damit Sie wissen, dass da die gleiche Aktie gemeint ist. Man lacht sich ja manchmal schon nass. 5 Jahre hier auch in Hongkong Dollar, makelloser Chart wie aus dem Bilderbuch. Weichai Power baut große Dieselmotoren für Lastwagen und Busse, dann Getriebe, Hydrauliksysteme, hat aber interessante Beteiligungen auch an Kion, an Linde Hydraulics. Auch 2020 ist gut gelaufen, trotz Corona. Der Umsatz ist um 13% gestiegen, der Gewinn immerhin um 1%. Wir haben allerdings auch eine gute Lastwagenkonjunktur in China momentan. KGV auf einen geschätzten Gewinn von 2021 ist bei 11. Die Aktie ist jetzt also nicht wahnsinnig teuer. Weichai hat aber eben auch Brennstoffzellenbeteiligungen an führenden Herstellern. 20% an Ballard Power Systems und 20% an Cirrus Power. Die haben beide gute Technologie, sie sind nur einfach die Aktien eben auch zu sehr gehypt worden.
Und Weichai hat da eben auch die Exklusivvertriebsrechte für diese Brennstoffzellentechnologien für den chinesischen Markt. Damit ist das meiste eigentlich schon gesagt zur Aktie. Ich habe die Aktie ja schon mal ganz ausführlich beschrieben in einem eigenen Video im Februar 2020. Da finden Sie alles nochmal in epischer Breite. Ich kann mich darum kurz fassen jetzt hier. Weichai ist natürlich konjunkturabhängig, ist aber gut durch die letzten Zyklen durchgekommen. Sie kriegen zusätzlich Wasserstofffantasie, aber sie kriegen eben nicht nur Wasserstofffantasie, sondern die haben auch ein solides Kerngeschäft. Und damit kann man also auch ein paar Aktien kaufen, dann, wenn man als Anleger eher ein Weichei ist, um einen Witz, der ohnehin schon schlecht ist, trotzdem noch bis zum bitteren Ende. Na, okay. Eine habe ich noch. Eine Aktie, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, CIMC Enric. Das ist auch ein Industriewert, auch konjunkturabhängig und zyklisch. Ich finde ihn aber trotzdem interessant. Hier wieder der 5-Jahres-Chart. Da lief es jetzt im Corona-Jahr 2020 nicht so gut. Umsatz ist zurückgegangen um 12%, der Gewinn um 36%. Sie sind aber profitabel geblieben. Und inzwischen zieht die Aktie, wie man sehen kann, auch wirklich wieder stark an. KGV ist ungefähr bei 12. CIMC Enric macht Tanks, Öltanks, Gastanks, Tanks für Flüssigkeiten, Gasspeicher, Aufbauten für Tanklastwagen, für Öl- und Gasschiffe auch und Gasflaschen. Also die ganze Infrastruktur, die China jetzt eigentlich auch braucht, weil Gas und Flüssiggas, die werden ja sowieso immer wichtiger in China und eventuell kommt dann eben irgendwann auch mal die Wasserstoffwirtschaft und die Wasserstoffinfrastruktur. Die neueste Meldung, das ist eine Kooperation mit Hexagon Purus aus Norwegen für Wasserstoffhochdrucktanks und für Wasserstoffspeichersysteme. Hexagon Purus ist voll ausgerichtet auf Wasserstoff und auch da ist man übrigens der Meinung, dass China in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich zum weltgrößten Markt für brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge aufsteigen wird. Insofern sind die Aussichten vielleicht wirklich nicht schlecht. Alle drei Aktien sind vernünftig bewertet, würde ich sagen. Alle Unternehmen sind profitabel. Sie haben jetzt schon ein funktionierendes Geschäft. Und trotzdem ist der eine oder andere vielleicht enttäuscht und sagt, ich hätte jetzt aber lieber die heiße Super Wasserstoffkursrakete gehabt, die demnächst auch ganz stark durch die Decke geht. Natürlich, aber das ist möglicherweise genau das Problem. Irgendein Thema wird eben immer gehypt und die Leute wollen dann partout die passende Aktie dazu haben. Dann wird gegoogelt, Aktie und Wasserstoff und es ist dann völlig egal, ob das Ganze noch vernünftig wird. Das wird dann verkauft, wird gekauft, nur weil man das Thema spielen will, auf Biegen und Brechen. Und damit kann man eben durchaus auch Geld verlieren. Darum am besten sich immer zumindest gut informieren über die Unternehmen und die Bewertungen auch und sich auch die Frage stellen eben, was für ein Anleger bin ich eigentlich und was für Aktien suche ich eigentlich wirklich? Und was wäre ein Zukunftsmärkte-Video, wenn nicht am Schluss noch der leidenschaftliche Aufruf von mir kommen würde, diesen Kanal auch zu abonnieren? Ich glaube, hier gibt es interessante Themen. Es gibt auch immer wieder Aktien, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und wenn Sie mich unterstützen mit Ihrer Anmeldung hier, dann wird es auch in Zukunft so bleiben. Dabei dann immer auch die Glocke drücken natürlich, weil Sie dann auch bei neuen Videos gleich benachrichtigt werden. Und dann müssen Sie eben auch nicht lange suchen und müssen sich nicht fragen, was hat er denn in letzter Zeit überhaupt so gemacht und wie finde ich das wieder. Vielen Dank dafür und ich darf Sie natürlich auch noch erinnern, nochmal an unseren Zukunftsmärkte-Report mit noch mehr Wasserstoffaktien, der geht morgen raus, also noch schnell anmelden dafür, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Und wenn Sie diesen Report dann auch gelesen haben, und wenn Sie dann immer noch sagen, ich habe meine Wasserstoffrakete aber immer noch nicht, ja dann,
dann müssen Sie sich selbst eine bauen. Auch dazu noch ein Videotipp von mir. Wasserstoffrakete selber bauen, es geht ganz einfach. Sie brauchen nur einen Zünder, Knallgas und eine alte Colaflasche. Ich wünsche Ihnen dabei schon mal viel Spaß. Ich hoffe aber, wir sehen uns nächste Woche trotzdem wieder und auch, dass alle Extremitäten bei Ihnen dann noch dran sind. Alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.